Hey ihr Dämonenjäger da draußen vor den Bildschirmen, willkommen zurück zu einem neuen Teil hier von Elden Ring, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, wir sind ja in Nioh 2, dem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal, zweiter Teil jetzt schon, was heißt schon, erst. Wir haben es ja im letzten Teil hier bis vor diesen Schrein geschafft, in diesem Dorf, wo wir irgendwie die Kirschblüten unter den Kirschblüten jemanden treffen sollen. So. Ich bin hier auch schon mal lang gelaufen und da ins Wasser gefallen. Und ich kann nicht schwimmen, kann ich da jetzt aus der Erfahrung her sagen. Also wenn man ins Wasser fällt, ist man tot. So. Ich höre irgendwelche komischen Geräusche. Das sind irgendwelche. Oh. Oh shit. Oh. Der hat hier Pfeil und Bogen da um die Ecke. Unangenehm. So, was haben wir denn hier? Ein heiliges Wasser. Der schießt da mit Brandpfeilen. Kann ich hier durch? Ja, Pfeile. Ja, ich habe aber keinen Bogen. Mist. Hier kann ich irgendwie rauf. Aber den mit den Pfeilen würde ich hier gerne noch aus der Welt schnetzeln. Wenn ich jetzt hier drauf haue, dann hört er das, oder? Da schießt auch noch einer auf mich. Ah, nee, da oben ist noch einer. Oh, meine Güte, alle hier. Hier auf. Ich dachte, ich könnte vielleicht hier durch. Nee, geht nicht. Kann man da vielleicht irgendwie rein in dieses Gebäude? Sieht irgendwie nicht so aus. Ich gehe mal hier hoch. Tür scheint verschlossen zu sein. Das ist aber das Gebiet vom Anfang, oder? Da ist doch dieser Typ da mit dieser Riesenwaffe. Was haben wir denn hier? Ein Geisterstein und ein Hüftschutz des Fußsoldaten. Ich habe meine Tragkraft etwas gelevelt. Weil ich festgestellt habe, dass ich schon ziemlich viel Belastung hier habe durch die. Kann ich das hier runterstoßen? Ja. Genau, die Leiter haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Aber ich werde da einen Teufel tun und da runtersteigen. Hehe, nee, nee, nee. So. Aber warum hier die Tür nicht aufgeht, weiß ich nicht. Komisch. Na gut, wir haben mal die Leiter da drüben. Das muss erstmal reichen. So. Ah, genau. Und hier kann man wieder über Dächer klettern. Oh, da unten ist noch so ein Minion. Hallo. Zeige dir den Rückweg. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Toll. Mist. Okay, nochmal hier rauf. Ah, die schießen hier auf mich. Blöd. Ah. Will hier nicht vom Dach fallen. Ist der tot? Sieht so aus. Hat Pfeile fallen lassen.
Ah, ich habe einen Bogen. Dann bin ich sicher überlastet, oder? Wenn ich den ausrüste. Fernkampfwaffe. Langbogen. Und hier habe ich irgendwas anderes noch bekommen. Erbstückhandschuhe. Unbegrenzte Munition. Hä? Und die sind leichter als meine. Ich nehme mal die. Und einen Hüftschutz, einen neuen haben wir bekommen. Wie sieht denn der aus? KI-Verbrauch beim Ansturm. Okay. Man sieht ja hier immer sowieso aus wie der Depp, also... So, und wie ziehe ich jetzt hier meinen Bogen? Wie war das nochmal? Ah, okay. Ah, gut. Gut. Gleich ein Opfer hier gefunden. Wie schieße ich jetzt hier? Ah, hier. Hä? Wieso geht das hier nicht? Achso, hier wechsle ich nur die Pfeile. So. Oh. Das ist ja cool. Habe ich jetzt einen Explosionspfeil aus Versehen drin gehabt? Oh. Oh, shit, 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 shit. Das war jetzt irgendwie nicht sehr elegant. Mino Doppel-Ushi-Katana haben wir bekommen. Ein Harakiri-Schwert. Ein Harakiri-Schwert. Und ich könnte jetzt hier meine Geisterform rufen. Wenn ich das bräuchte. Hier. Bin ja hier immer irgendwie noch am Üben. Japanische Schere. Hä? Und ein Reiseamulett. Wieso leuchte ich jetzt hier? Also auch kein Mensch. So. Heiliges Wasser. Was es mit dem heiligen Wasser so auf sich hat, das hat sich mir auch noch nicht so ganz erschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich jetzt hier alles abgesucht? Ich meine, wahrscheinlich komme ich hier noch zigmal vorbei. Weil ich ja immer Loot liegen lasse. Jetzt gehe ich aber, glaube ich, nochmal hier auf die Dächer. Irgendwas leuchtet da. Was habe ich hier Leuchtendes? Oder ist das nur die Anzeige, dass ich hier... quasi meine Yokai-Form. Komme ich gar nicht weiter. Okay. Meine Yokai-Form verwenden kann. Mein Gott, geht's hier zu. Oh, der sieht gefährlich aus. Oh, und da hinten ist wieder so ein Yokai in
Den hätte ich jetzt übersehen. Oder ich habe ihn übersehen. Mist, Mist, Mist. Kann man hier irgendwie schleichen? Oh mein Gott. Das ist ja hier so ein Mini-Boss-Gegner hier. Mist. Oh. Oh, es ging ja noch. Gottes Willen. Eine eiserne Glewe haben wir von dem bekommen. Ein Oshoko-Becher. Zwei Becher. Na, könnte ich hier jemanden beschwören? Nee, den nicht, weil der braucht drei Becher. So Gesundheitstränkchen wären mal nicht schlecht. Na, da hinten will ich jetzt erstmal gar nicht hin. Geistersteine. Ich habe immer Angst, dass mich hier einer irgendwie anspringt von oben. Ich glaube, die Angst ist berechtigt. Cool, also die Pfeile sind echt sehr cool. Gegen die Gegner jedenfalls. So, dann hier wieder zurück. Ja, da laufen noch genug da oben rum. Gegenstandsbindung, Bindung ändern. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, wie das funktioniert. Hier ist einer gestorben. Sind diese Schwerter eigentlich überall da, wo die Gegner gestorben sind? Vermutlich. Sonst könnte ich halt da diese Leiter da drüben rauf, aber. Jetzt geht der weg. Naja, vielleicht läuft er nochmal hier vor. Dann kann ich ihn nochmal hier leucht mit einem Kopfschuss. Jo. Dankeschön. Einer weniger. Nochmal einen langen Bogen. Pfeile? Ja, Pfeile kann ich jetzt gut brauchen. Sende ich sie in mein Lager. Kisten waren ja auch immer gut hier zum Zerschnitzeln. Da war ja immer ab und zu was drin, genau. Ich erinnere mich dunkel. So. So, jetzt muss ich wahrscheinlich doch die Leiter da drüben rauf. Wenn ich nicht gerade den
da hinten den Yokai bekämpfen will, was ich eigentlich jetzt nicht machen möchte. Ja. Oh Mann. Wieder. Oh Gott. Ich drücke hier immer noch die falschen Tasten, Leute. Komm ich da? Da irgendwie rüber. Wow. Ohne Gesundheitstränke. Ganz tolle Idee. Ganz tolle Idee. Ah. Stein. Kann ich nicht irgendwie so eine Gesundheitsfläschchen kriegen? Oh, shit. Oh je, oh je, oh je. Ich dachte, er wäre tot. Der ist da unten so rumgelegen. Start. Ein Shinobi-Gewand. Ein Shinobi-Gewand. Und hier hat schon einer eine Kiste ausgeräumt. Das finde ich jetzt nicht gut. Und noch ein Langbogen. Ach, da muss ich den wahrscheinlich besiegen, wenn ich hier weitermachen will. Aber mit meiner miesen Gesundheit gerade ist das, glaube ich, gar keine gute Idee. Was ist denn da? Muss ich jetzt wieder zurücklaufen, oder? Das ist ja blöd. Es bleibt mir nur nichts anderes übrig. Ich meine, ich könnte natürlich hier probieren und dann sterben, aber ich würde ungern jetzt hier meinen wahrscheinlich kann ich dann den Shortcut hier aufmachen. Ich weiß nicht, kann man von den Dingern auch davonlaufen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bete jetzt mal. Hilft ja nichts. So. Bis ich da drüben hinkomme, bin ich ja schon wieder gestorben. 17 Mal. Ah. Okay. Gut. Hilft ja nichts, hilft ja nichts. Ist hier lang? Also gar nicht. Hier runter? Weiß nicht, was hier geschickt ist. Oh Gott, so ist es jedenfalls nicht geschickt. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ah, Mann, 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 Mann. Ah, Gott. Oh Gott. Oh Gott, 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 Gott. Ich glaube, ich suche hier mal das Weite. Shit, shit, shit. Oh Gott. Hier ist noch so ein kleines Männlein. Hilfe. Oh Gott. Au. Hurrier. Genau, das sage ich auch immer. So. Oh Gott, da ist der Dämon. Shit, shit, shit.
Ach Gott, und hier habe ich auch noch einen aufgeweckt. Also durchlaufen ist ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, genau. Befreit von der irdischen Mühsal. Gut, gut, gut. Ha, Mist. Und mein... Mein Geist habe ich jetzt auch verloren. Super, super, super. Ich wollte eigentlich nur hier die Tür aufmachen, damit ich da durchkomme. Hallo, du da. Ach. Wieso ist der so schnell? Ich habe hier immer noch die Steuerung hier von da. Ah. Von Elden Ring drin. Und das hilft mir natürlich hier überhaupt nicht. Ah. Gibt es irgendwie einen geschickteren Weg dadurch? Oh Gott. Wo ist der denn jetzt hergekommen? Hier von hinten. Ich glaube, ich muss mal... Ich könnte mal auf eine andere Waffe umstellen oder auf eine andere Haltung. Aber... Die anderen Haltungen sind alle nicht so gut, habe ich ja bei meinen Tests hier rausgebracht. Oder ich nehme mal habe ich da so ein besseres bekommen eigentlich? 47. Hat jedenfalls mehr Angriffskraft irgendwie. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich bin ja hier auch am Experimentieren, ehrlich gesagt. Wie habe ich jetzt die Waffe nochmal gewechselt? Aha. Ging mir das jetzt? Nee. Nee. Wie habe ich jetzt nochmal die Waffe gewechselt, Menno? Oh. Muss ich jetzt echt ins Tutorial gucken? Gegenstände benutzen, schießen. Ausweichen, Startmenü. Waffen wechseln. R1 und dann unten. Ach so, okay. Gut, ist nicht nur mit Haltung. Schauen wir mal. Yeah.
Ja, es ist eine andere Waffe halt, ja. Blöd, Mann. So, nochmal. Das üben wir hier nochmal. Weiß ich, bin ich jetzt nicht so glücklich. Na? Oh Gott, der schießt auf mich. Der schießt auf mich. Kann ich Pfeile blocken? Ah. Eieiei. Ein Elixier, danke schön. Und schon wieder. What? Okay, ich glaube, um hier irgendwie einigermaßen darüber zu kommen, muss ich einfach über die Dächer laufen. Es hilft nichts. Ich glaube, was die da fallen lassen, das ist Gold. Oh, oh nein, zwei. Oh Gott, oh Gott. Ah, ich habe den nicht getroffen beim Runterfallen. Ah, also ich glaube, ich brauche hier wieder 5 Stunden, bis ich durch dieses erste Pupsdorf durch bin. Okay. Komm nur mal hierher. Oh. Ach Gott. Ich komme ja immer weniger weit hier. Meine Güte. Ja, oder ist es geschickter, doch hier irgendwie... Na, ich muss ja da runter. Ich muss ja meine... Oh. Nein! Nein! Oh Gott, wo bin ich jetzt hier runtergefallen? Das habe ich schon kommen sehen. Stelle ich mich so doof oder was? Ich habe irgendwie noch keinen gescheiten. So. Okay. Ich glaube, das muss man halt eben langsam angehen. So.
Pfeile kann ich immer gut brauchen. Ja, oder doch unten rum? Ich weiß es nicht. Kriege ich den von hier? Ja. Dankeschön. So. Der war zwar jetzt nicht unbedingt der... Oh. Ah, okay. Gut. Dann nicht. Dann nicht. Achso, hier ist man ja nicht... Ah, hier gibt's eine... Ein Shortcut. Gehen wir doch hier mal runter. Wer weiß, wo man hier hinkommt. Nirgends. Schade, ich habe gedacht, hier könnte ich irgendwie noch weiter. Okay. Gehen wir da rauf. Mal hier runterspringen? Nee, oder? Und da hinten sieht man dieses grüne Männchen da. Okay. Muss ich wohl hier runter? Oh. Ein Elixier, danke schön. So. Wieso sitzt der hier auch so blöd vor dem Eingang? Nein! Ach nein! Jetzt bin ich hier schon wieder gestorben. Leute! Ups! Ins Wasser gefallen. Geschieht dir recht. Geschieht dir recht. So. Weiß ja nicht, ob das der geschickteste Weg ist, aber... Über die Dächer ist immer noch... Ah! Jetzt gesehen, das ist ja doof. Ah. Oh, der hat was fallen lassen. Pfeile. Pfeile kann ich gut brauchen. Dankeschön. Ah. Oder kann ich hier unten vielleicht geschickter langlaufen? Ah, eigentlich. Keine Ahnung. Was ist mit dir hier? Ah, gut, der ist wahrscheinlich zu stark oder irgendwie was. Hm.
Die Pupsgegner kann ich hier mit einem Schuss irgendwie. Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann kommen sie. Kommen sie von allen Ecken, oder? Ja, auch schon irgendwie drin. Und der ist wahrscheinlich auch zu stark, als dass ich ihn hier mit einem Schuss erledigen könnte, oder? Ah, okay. Okay. Oh nein. Ach du Jetzt kommt die zu zweit hier an. Darf er wohl nicht wahr sein. Ah! Nein! Oh. Also, ich verbimmel jetzt hier diese ganze Folge in diesem Pupsdorf hier. Ah, das gefällt mir hier. Weil ich noch keinen geschickten Weg gefunden habe. Und immer wieder die falschen Tasten hier. Also ich tue mir hier immer noch echt schwer mit der Steuerung. Habe ich noch nicht in meinem Muscle Brain. Oh. Trifft mich ja eh nicht. So. Ich glaube, was ich da einsammle, das ist immer hier Gold oder so. Aber ich weiß gar nicht, wofür ich das überhaupt brauche, ehrlich gesagt. Was die da so fallen lassen. Der ist irgendwie zu stark. Den kriegt man hier nicht. Oder ich bin zu weit weg. Das kann auch sein. Ah, ich war zu weit weg. So. Bisschen dezimieren schadet ja nichts. So, und wenn ich jetzt hier wieder runter gehe, dann ist hier wieder der Typ da unten. Naja, so langsam wird's, aber irgendwie habe ich halt dann noch so die Befürchtung. Befürchtung, dass ich halt hier diesen Geist hier nicht bekämpfen kann oder dass ich da jetzt dann gleich sterbe. Ich würde mich gerne an dem vorbeischleichen, aber das... Oh Gott! So ein Yoki aufgeschlitzt. Habe ich da den Wuchtkonter irgendwie übersehen oder was?
Boah, Leute. Ich glaube, ich muss hier eine Pause machen. Dieses Dorf ist nervig. Ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwie da doch durchkomme und diesen Shortcut hier aufmachen kann. Das wäre ziemlich cool. Aber... Ah, komm. Ich glaube, da werde ich noch ungefähr 17 bis 25 Mal sterben. Genau. Deswegen sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder, wo ich dann vielleicht einen geschickten Weg hier durch dieses Dorf gefunden habe. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.